Papita, papita, eres como una dulce agradable, con ojos encantadores. Papita, papita, eres fortaleza de mi corazón, vives dentro de la tierra. Wilma weiß gut, welcher Schatz in der Erde vergraben ist, so wie alle hier im Parque de la Papa. In diesem Gebiet auf 4000 Metern Höhe bewirtschaften 6 Gemeinden gemeinsam ihre Felder, so wie zu den Zeiten der Inka. Bis heute ist die Kartoffel die Lebensgrundlage. Mehr als 4000 Sorten wachsen in Peru. Durch den Klimawandel könnten es bald ein paar weniger sein. In manchen Jahren regnet es in der Regenzeit nicht. Es ist zu trocken. Und in der Trockenzeit kommt dann auf einmal der Regen. Auch der Frost kommt unerwartet früh. Diese Kartoffel ist gefroren, bevor sie geerntet werden konnte. Dabei wird jede einzelne Sorte gebraucht. Die Compis wird beim Kauen immer süßer und liefert selbst dann eine gute Ernte, wenn sie von Krankheiten befallen ist. Iwayuru enthält viel Wasser und kommt in die Suppe. Mit der Gachun Wakachina schließlich wird eine Braut auf die Probe gestellt. Schält sie zu schlecht, gibt es keine Hochzeit. Wir pflanzen verschiedene Kartoffelsorten an. Einige sind dann immer dabei, die gegen Frost resistent sind oder gegen Trockenheit. Das sichert uns die Ernährung. Die Vielfalt ist auch die Mission des Centro Internacional de la Papa in Lima. Seit Jahrzehnten sammeln sie so viele Kartoffelsorten wie möglich, analysieren sie und vor allem bewahren sie für die Zukunft. In flüssigem Stickstoff zum Beispiel halten sich Pflanzenteile Jahrhunderte. Die Wissenschaftlerin Janni van Beem überprüft die Samen der Kartoffel. Bei minus 20 Grad überdauern die Jahrzehnte. Eine Schleuse weiter werden Kartoffelknollen bei 4 Grad gelagert. Nach einigen Monaten kommen die direkt in die Erde. In der größten Kartoffel-in-vitro-Gendatenbank der Welt schließlich wachsen Pflänzchen für das Leben auf dem Feld heran. Und weil die Knolle aus Peru im Laufe der Jahrhunderte eines der 3 wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt geworden ist, gibt es hier auch eine Antwort auf die Frage, was die Menschen in Zukunft zu essen haben werden. Die Antwort liegt in der Vielfalt. Wir sind auf jede Veränderung vorbereitet, ob sich die Krankheiten ändern oder das Klima. Die Antwort ist hier aufbewahrt. Diese Kartoffeln haben den Ertrag, den wir brauchen, die Widerstandskraft, die wir brauchen, den Nährwert, den wir suchen und die nötige Anpassungsfähigkeit. Die Arbeit der Wissenschaftler in Lima funktioniert allerdings nur in enger Zusammenarbeit mit den Bauern. Aus dem Parque de la Papa in den Bergen bringen sie die verschiedenen Kartoffelsorten und gleichzeitig ihr Wissen über die jeweils richtige Anbaumethode mit. Von den Wissenschaftlern erhalten sie dann von Krankheiten befreite Knollen und Samen zurück, die eine bessere Ernte versprechen. Das Ergebnis wird überprüft und jeder Sack gekennzeichnet. Hier kommt das Wissen beider Seiten zusammen. Das Lokale über Kartoffeln, den Anbau der Kartoffeln, über das Umfeld, die Ökologie. Dazu kommt unser wissenschaftlicher Hintergrund. Wir tauschen Ideen aus, wir lösen Probleme und so gehen wir gemeinsam voran. Hier in der Heimat der Kartoffel lässt sich am besten erforschen, was auch für den Rest der Welt wichtig ist. Die Wissenschaftler untersuchen unter anderem, welche Kartoffelsorten besonders viele Vitamine haben und damit Mangelernährung in weit entfernten Ländern vorbeugen können. Damit gibt es vielleicht auch bald mehr Abnehmer für das, was die Bauern des Parque de la Papa am Abend mit nach Hause bringen. Der traditionelle Anbau verschiedener Sorten gleichzeitig sichert ihnen die Ernährung. Für die industrielle Produktion aber ist die Mischung ungeeignet.
Der Hauptmarkt ist die Familie. Einen Markt im Sinne von Geldeinkommen gibt es noch nicht, obwohl es bereits eine Art Marketing gibt für die peruanische Kartoffel. Auf dem Feld ist noch nichts von einem regelmäßigen Einkommen zu spüren. Und das treibt auch den Nachwuchs aus den Dörfern in die Städte, auf der Suche nach mehr Wohlstand. Den Tag der Kartoffel begehen jedoch alle zusammen im Parque de la Papa, in diesem Jahr in der Gemeinde Paruparu. Wie schon vor Hunderten von Jahren wird mit traditioneller Musik und Tänzen gefeiert. Mit diesen Ritualen wird der Pachamama gedankt, der Mutter Erde, und dem, was sie hervorgebracht hat. Jeder Vorsteher der 6 Gemeinden bringt ihr verschiedene Opfergaben dar. Im Kartoffelschnellschälwettbewerb dürfen dann Frauen und Männer beweisen, dass sie zu Recht verheiratet sind. Und wie könnte man die Kartoffel besser feiern, als wenn man sie gemeinsam isst? Papita, papita, eres como una fruta encaramelada. Papita, papita, du sirves como un alimento para todos. Gracias.